Willkommen zum nächsten Fußball-Highlight-Video. Unser drittes Testspiel bzw. unser viertes Testspiel haben wir am Freitag zu Ende gespielt. Letzten Dienstag hatten wir bereits ja ein Spiel gegen einen Regionalligisten, die zwei Ligen über uns sind. Dieses Spiel hat eben der Gegner aufgenommen und die haben halt eine richtig krasse Kamera gehabt, so 180 Grad Kamera, und dieses Videomaterial möchte ich unbedingt noch haben von ihnen, aber die machen irgendwie Faxen und ja, ich hoffe mal, dass die mit dem Videomaterial rausrücken und ich kann dann ziemlich cool bzw. ein cooles Fußball-Highlight-Video daraus machen, bzw. wir könnten dann auch einen Stream daraus machen, also eine Spielanalyse on-stream gegen den Regionalligisten. Auf jeden Fall war dieses Spiel jetzt, was ich heute euch zeige, gegen eine Mannschaft, die eine Klasse unter uns sind, und deshalb hat der Coach, unser Trainer, ein paar Spieler auch neu reingetan bzw. hat ein paar Spiele ausgetestet und denen eine Chance gegeben, und erst in der zweiten Halbzeit bin ich dann eingewechselt worden. Und ja, nun seht ihr die Highlights. Ich werde es drüber kommentieren. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, dass ich immer drüber kommentiere. Ich finde es, glaube ich, ziemlich cool, wenn man auch im Hintergrund so einen Kommentator zu den einzelnen Situationen hat. Und ja, lass starten, würde ich sagen. So, in der ersten Halbzeit habe ich selber sogar aufgenommen mit dem Selfie-Stick, perfekt. Und mit dem Handy, ich schwöre es euch, mit dem Handy ist die Qualität viel besser gewesen als mit der Kamera. Hier von der Perspektive ist es bisschen ja, unangenehm zu schauen, aber in der zweiten Halbzeit wird es besser. Und erste Halbzeit habe ich halt nur die Tore rausgeschnitten, und in der zweiten Halbzeit komme ich dann sowieso rein, und dann ist die Perspektive auch besser, denn ein verletzter Spieler von uns hat dann auch das Spiel aufgenommen von einer besseren Perspektive, wo man auch fast das ganze Spielfeld gesehen hat. Auf jeden Fall gehen wir rein in das erste Tor. Hoppala, da habe ich zu weit vorgespielt, perfekt. Hier, das haben wir eigentlich relativ schön ausgeführt. Einfach ein Dreieckspass durch zum Stürmer, und unser Stürmer hat ihn eiskalt durch die Beine geschossen. Perfekt. Unser erstes Gegentor, Eckball, Siegner, der Wayne Mooney von der Landesliga, der war safe der beste Spieler von ihnen. Er hat auch ein weiteres Tor gemacht, und hier halt typisches Volley, Wayne Mooney auf Fisch bestellt, Tor. Auf jeden Fall, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Hier bin ich am Start. Das war der Anstoß bzw. der Start von der zweiten Halbzeit. Hier bin ich mit der Nummer 10, perfekt. Das war bereits die allererste Chance. Hier perfekter Steilpass zu unserem Stürmer, aber aus irgendeinem Grund, ich habe es extra noch angeschrieben. Hier ist der Ball, man sieht es leider nicht so krass gut. Auf jeden Fall hier der Ball. Hier habe ich gerade abgespielt und der Schiri hat einfach abseits gepfiffen, perfekt. 2 Meter nicht im Abseits gewesen. Es war halt ein Testspiel ohne Linienrichter leider. Auf jeden Fall wird es bei der Meisterschaft schon Linienrichter geben. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber beim Testspiel ist es halt ja nicht so relevant anscheinend. Da bin ich wieder mit den nach vorne gespielt, kurz abgeprallt. Das ist die gleiche Aktion dann. Ja, auf chillig bisschen, weißt. So Seitenverlagerung. Perfekt. So, das war Hauptsache ist bei uns gibt's neben unserem Platz eben noch einen Platz, wo eben Kinder spielen, und da ist dann halt ein Ball unabsichtlich reingesprungen, und der Ball ist dann, glaube ich, gefühlt 2 Minuten drin gelegen. Auf jeden Fall hat's uns dann zum Glück nicht komplett zerstört, beziehungsweise gestört, nicht zerstört, kaputt, perfekt. Auf jeden Fall, das ist die Aktion. Ich weiß nie, ob ich die ganzen Pässe von mir einblenden soll oder nur die etwas schöneren Aktionen bzw. Pässe, wo ich länger den Ball halte oder sonst was.
weil ich habe vieles auch jetzt weggeschnitten, weil so, keine Ahnung, 2 Meter Pässe interessiert halt keinen. Jetzt habe ich es am Anfang noch reingeschnitten und ja, in Zukunft werde ich schauen, dass ich wirklich nur die etwas krasseren Aktionen reintue, beziehungsweise wo halt mehr passiert als nur solche 2 Meter Pässe von mir. Oder ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Aber ich denke, so krassere Situationen wären interessanter für den Zuschauer und auch fürs Video halt allgemein. So, wir springen gleich rüber zur nächsten Aktion. Einwurf von uns, unser Linksverteidiger spielt zu mir. Ich spiele wieder zurück, dass wir ein bisschen einen neuen Spielaufbau aufbauen können. Hier habe ich wieder den Ball, spiele nach vorne zu unserem linken Flügelstürmer. Er spielt rein in die Mitte und, ah ja, genau, in der zweiten Halbzeit haben wir mit einer Dreierkette gespielt und deshalb sieht man auch, wie cool die Dreierkette ist, beziehungsweise Fünferkette, denn die Außenspieler sind halt krass frei, wie in dieser Situation. Und unser Siebener Ehren muss leider noch ein bisschen wachsen, um das Tor bzw. den Schuss reinzumachen. Auf jeden Fall war der Keeper auch gut dran. Hier Pressing nach Ballverlust. Das war auch dann auch das Foul. Das war eine krasse Aktion von dem Siebener. Hier ein kleiner Schussantäuscher und dann sieht man nicht so wegen der Sonne leider. Auf jeden Fall eine kleine Schussenttäuschung. Dann ging der Schuss genau auf die Latte. Und hier ruhig auf die Außen gespielt. Und unser Linksmittelfeldspieler ging dann ab. Oh, das Gegentor war halt ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen, am besten. Unser Verteidiger hat, glaube ich, 5 Gedanken in dieser Situation gehabt und hat hier zweimal gefühlt den Ball verloren und der Gegner wollte mal flexen mit seinem Salto und hat eben das 2-1, ja, das 2-1 gemacht. Und ja, aber wir konnten gleich relativ schnell das 2-2 machen, durch meine Ecke reingespielt, Kopfballtor. CR7, Totti ist da, Kappa. Gleich nach dem Tor haben wir gut Pressing gemacht. Ja, Balleroberung sieht man leider, eigentlich war das ein Foul von unserem Sechser. Auf jeden Fall habe ich den Ball dann erobert und hier muss ich manchmal, hier hat er genau spekuliert, der Verteidiger, und genau mit seiner Ferse den Ball noch erwischt. Sonst wäre unser Stürmer komplett allein vom Tor gewesen, aber ja, leider war der Steilpass auch dann auch zu steil von meinem Mitspieler. Hier wieder Flanke, wieder gefährlicher Kopfball, aber leider jetzt nicht drin gewesen. Ja, ich wieder den Ball, Seitenwechsel, oder? Nicht. Achso, das war auch eine super coole Aktion. Hier, perfekter Laufweg von unseren 2 Flügelstürmer. Es war kein Abseits. Das war ein super cooles Tor. Hier, perfekt zu unserem Flügelstürmer. Der überspielt einfach den Verteidiger perfekt. Hier wieder überspielt ihn perfekt. Und dann mit dem Innenriss rein ins Tor. Unser Youngster da vorne. Hier vorne weitergeleitet. Konter und aber die das Kon den Konter zeigen wir lieber nicht, denn der ist relativ schnell abgefangen worden, leider. Das müssen wir besser ausspielen. Hier wieder der Sima, Wayne Rooney, richtig gutes Dribbling. Einfach reingeschickt. Unsere Verteidigung auch komplett bad. Keiner geht irgendwie drauf oder sonst was. Sehr passiv verteidigt. Und deshalb haben wir auch dann in diesem Spiel 3 Gegentore kassiert gegen eine vermeintlich schlechtere Mannschaft. Freistoßtor von Wayne Rooney. Perfekt. So, hier wieder Seitenverlagerung wieder mal. Beruhigen das Spiel. Ich war auf der linken Seite, halt eher, also der linke Achter so mäßig, linker ZM. Und wir haben das richtig geil rausgespielt, öfters auf der linken Seite. Da verstehen wir uns richtig gut. Das war auch coole Aktion, Bahn erobert. Ihr kleiner Hupfer. Wir wieder.
Aber leider dann, ich wollte dann den Körper dazwischen tun, zwischen den Gegenspieler und eben dem Ball. Und dann kam halt von hinten noch der andere Gegenspieler angerauscht und der konnte klären. Der Freistoß von mir, hatte ich gefühlt 10 Gedanken im Kopf. Sollte ich schießen oder nicht? Aber dann habe ich doch geschossen, weil in dieser Aktion finde ich eine Flanke eigentlich komplett unnötig, außer wenn man einen Freistoßtrick hat, dass man zum Beispiel hier auf die Lange schießt, beziehungsweise auf zum Strafraumrand so mäßig und der Verteidiger köpfelt dann wieder rein, so ein Trick oder keine Ahnung, der eine Spieler überläuft die Mauer und der sollte drüber chippen, sowas in der Art, aber so reinflanken auf gut Glück finde ich jetzt nicht die beste Lösung, deshalb habe ich dann geschossen und der wäre richtig gut gekommen, aber leider war der abgefälschte Schuss und wäre fast noch reingegangen, aber der Torhüter ist dann noch richtig gut dran gewesen. Ja, wieder Eckball, Eckballgott und leider hat unser Stürmer, unser Youngster, den Ball dann zu spät gesehen, konnte ihn nicht richtig aufs Tor bringen. Ja. Hopp, nach außen. Breit machen das Spiel. Wieder außen breit machen. So, ich überlasse die letzten Worte unserem Kameramann bzw. einem Co-Kommentator, der auch mit dabei war und der bewertet auch dann das Spiel. Das Spiel war overall leider ein bisschen bad, aber ja, nächste Woche haben wir am Freitag noch ein gutes Testspiel gegen eine Mannschaft über uns, also gegen eine Mannschaft, die eine Liga über uns ist. Und danach kommt bereits das erste Pflichtspiel, wo wir im Cup gegen eine Mannschaft spielen, die auch eine Liga über uns sind. Aber die sind jetzt von der Mannschaft her nicht wirklich krass. Da haben wir nicht richtig gute Chancen, dass wir da weiterkommen. Auf jeden Fall mit diesen Worten schließe ich das Video ab und genießt noch die letzten 10 Sekunden. Okay. Aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich schalte jetzt nach Wien. Herbert zu Herbert. Kann ich nicht die Kamera umdrehen? Nein. Nehmen wir alles mit, ja. Der Superstar ist er. Ui. Was sagst du zum Spiel? Mies. Mies, oder?